Prinz Etamon nach Meridian zurückgekehrt ist, ein für alle Mal vorbei? Ich habe den ganzen Tag geflucht. Sei auf der Hut. Keine Warnung. Thank you.
war's mit. Ich hol mir noch Frostbeulen. Es ist anständige Arbeit, das Bewachen. Ich habe Rotschlund mal kurz gesehen. Ein Donnerkiefer mit Narben von zahllosen Kämpfen. Als Itamen nicht. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen für den Sonnenhabicht der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt, selbst. Wirst du sie annehmen? Gut, ja, ich nehme sie. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Gepriesen sei die Sonne. Spione haben Prinz Itamen aus Sonnenfall. Ich habe die... Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus.
Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabichte da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Das wird doch langsam Zeit. Da kommen noch mehr Grauhabichte. Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Die Kadaver, die ich gesehen habe, ziehen sie an. Ich sollte zurück, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Mehr Grauhabichte. Überall Schnappmaulkadaver. Kein Wunder, dass die Grauhabichte hierher wollten. Diese Jagdunterstände da oben konzentrieren das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Anfänger hinterlassen deutliche Spuren. Das müssen die Schnappmauljäger sein.
Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabicht-Problem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren, das Haus. Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Du hast bereits eins? Das ist beachtlich. Also gut. Hier, das Herz für euch. Was ist mit der Abmachung? Ein Deal ist ein Deal. Ich kann meine Schulden zahlen. Wir verschwinden. Gut. Und bleibt weg. Aloy! Glückwünsche sind angebracht. Ich wollte sicherstellen, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte. Heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Ach, bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann.